Der DAX ist verhalten in den neuen Handelstag gestartet. Nach gut anderthalb Stunden Handel stehen wir bei 10.641 Zählern, ein Minus von 0,2% oder 22 Punkten. Das Tagestief, das wir bislang gesehen hatten, lag etwas darunter, war ein Abschlag von 0,6%. Insgesamt halten sich die meisten Marktteilnehmer heute zurück. Die Politik steht natürlich nach wie vor im Fokus. Die Frage, wie geht es weiter mit der Ukraine? Inwieweit gibt es hier vielleicht bald positive Nachrichten oder zieht sich das doch noch in die Länge und wird irgendwann ein größerer Belastungsfaktor am Markt. Ansonsten Griechenland natürlich ein großes Thema. Hier findet morgen das Treffen der Euro-Finanzminister statt. Da ist man natürlich gespannt, inwieweit es Neuigkeiten für die Finanzmärkte gibt. Denn das war ja schließlich auch das belastende Thema zum Wochenauftakt. Viele hatten sich ohnehin gewundert und gesagt, warum konnte sich der DAX in den letzten Tagen trotz Griechenland so stabil halten. Jetzt auf jeden Fall scheint die Party erstmal vorbei zu sein. Man wartet erstmal ab, wie sich das Ganze entwickelt. Dann haben zahlreiche Unternehmen Zahlen vorgelegt, beispielsweise TUI. Hier gab es durchaus Hoffnungsschimmer. Und zwar haben die konzerneigenen Hotels und Kreuzfahrtlinien gute Geschäfte erwirtschaftet. Insofern sind die Verluste nicht ganz so hoch ausgefallen wie erwartet. Die Aktie dennoch leicht im Minus. Bei Metro wenig Erfreuliches. Russland hat sozusagen die Party verdorben. Russland macht es dem Unternehmen schwer zu schaffen. Also die Abwertung des russischen Rubels gegenüber anderen Währungen. Und dementsprechend heute der größte Verlierer im MDAX, die Aktie von Metro. Positives gibt es hingegen bei Daimler zu vermelden. Das Unternehmen hat ja in der vergangenen Woche schon gezeigt, wie gut sie dastehen, dass sie sich definitiv auf der Überholspur befinden mit einer Rekorddividende und einem Umsatzplus von 10%. Nun hat man sich geäußert und gesagt, dass das China-Geschäft in diesem Jahr um 10% wachsen soll. Allein 8% hatte der Verband, also der chinesische Autoverband, als Ziel ausgegeben. Da liegt man also deutlich darüber. Das zeigt den Ehrgeiz und das kam am Markt zunächst auch gut an. Mittlerweile hat die Daimler-Aktie ihre Gewinne allerdings fast abgegeben. Aber man darf nicht vergessen, in der vergangenen Woche hatten wir noch ein 15-Jahres-Hoch gesehen. Dass dann irgendwann mal Gewinnmitnahmen einsetzen, ist wenig verwunderlich. Und in Stuttgart sind Calls schon wieder gesucht. Die Anleger setzen darauf, dass die Aktie bald wieder zulegen kann. Der Euro knapp unter der Marke von 1,13 US-Dollar, Gold und Silber wenig verändert und die Ölpreise heute mal auf dem Weg gen Süden. Und was den EUWAX Sentiment Index betrifft, dieser ist aktuell leicht im Minus zu sehen. Das heißt, die Anleger erwarten tendenziell eher, dass es zu weiteren Gewinnmitnahmen kommt. Soweit zumindest der Stand am Dienstagvormittag.